soll, lieber Schwester und Brüder, das soll Gott verhindern. Das darf nicht geschehen. So sagte Petrus vorwurfsvoll zu Jesus, als er seinen Freunden von seinem bevorstehenden Leidensweg nach Jerusalem erzählte. Eigentlich eine verständliche Reaktion von Petrus. Vielleicht würden wir das gleich tun. Aber denken wir mal kurz nach. Was wäre denn geworden? Hätte sich Jesus von Petrus in diesem Moment umstimmen lassen? Klar, wäre Jesus nicht nach Jerusalem gegangen. Es hätte nichts passiert. Es gäbe keinen Leidensweg. Es gäbe auch keine Auferweckung. Es gibt keine Auferstehung. Es gäbe keine Kirche danach und nichts. Dann hätten wir auch keinen Grund, heute am Sonntag zusammenzukommen und unsere Erlösung zu feiern. Aber eigentlich, das passiert uns immer wieder, dass wir merken im Nachhinein, dass dieser oder jene Entwicklung oder dieses oder jenes Erlebnis in meinem Leben oder in meinem Beruf, als sie damals passiert ist, habe ich mich furchtbar gefühlt oder dagegen gewehrt. Und dann, im Nachhinein, habe ich gespürt, wie das unerwartet passiert ist und von mir abgelehnt wurde, meinem Leben eine neue, gute Wendung gegeben hat. So kann ein Abschied, eine Trennung mich selbstständiger machen. Ein scheinbarer beruflicher Rückschlag kann meine Kräfte neu und größer werden lassen. An einer Krankheit oder an einem Schicksalsschlag kann ich oft wachsen. Was in einem Leben einschneidet, ist oft eine ungeahnte Hilfe. Es bringt oft mehr voran als das Leichte und Angenehme. Vielleicht können wir hinter solche Erlebnisse sogar die gute Hand Gottes entdecken, der mich führen will zu mehr Leben, zum Leben in Fülle. Und so verstehen wir auch umso klarer einen Kernsatz aus dem heutigen Evangelium. Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer es um meinetwillen aber verliert, wird es finden. So, liebe Schwestern und Brüder, unser Leben ist oft von schwierigen Wegstrecken gezeichnet. Sie bleiben keinem von uns erspart. Und da gehen uns dann schnell die Gedanken im Kopf herum und kommen uns über die Lippen. Das darf nicht passieren. Das soll Gott verhindern. Ob es dann nicht auch klug wäre, die Herausforderung, die Gott mir stellt, klar anzuschauen und sie als eine Chance anzunehmen, auf diesem Weg zum Leben zu kommen, zu einem Leben nach der Art Gottes. Jesus hat zu Petrus gesagt, du willst das, was die Menschen wollen, aber nicht was Gott will. Vielleicht wäre es hilfreich auch zu denken, dass der Weg, der zum Leben führt oder wohin Gott uns führt, manchmal steinig ist. Manchmal geht keine engere Tür. Ist ein schmaler Weg oder, bei dem Bild zu bleiben, auch vom Evangelium, gehört auch ein Kreuz dazu. Aber wir müssen sicher sein, dass Gott uns auch in diesen schwierigen Momenten nicht verlässt, bei uns bleibt und uns hilft, aufzustehen, sollten wir das so schwer haben. Amen.